Was geht ab, meine Sie-Fighter, Osiria, und heute in einem weiteren Super Battle-Road-Versuch. Wir sind hier auf der, beziehungsweise mit einem Extreme Tech Team in einem Super AGL, auf der Super AGL Stage, um es besser zu sagen. Und zwar perfekt, das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, perfekt, perfekt. Nämlich, ein, zwei Sachen. Ich bin hier in einem Freezer Lead, Double Lead Freezer. Warum habe ich nicht Super Saiyan 3 Broly genommen? Super Saiyan 3 Broly, der bekommt sehr, sehr viel Schaden. Er macht zwar viel Schaden, wenn er gut Orbs einsammelt, aber er selbst bekommt übertrieben viel Schaden. Deswegen habe ich mich hier für Double Freezer entschieden. Er hat ja auch noch einen Heal in der Passive. Nehmt auf jeden Fall ihn, wenn ihr ihn habt. Ich habe ihn als eigenen Leader genommen. Ich habe ihn als... Moment. Okay, danke für die ganzen... danke für die ganzen Orbs. Ich habe ihn als eigenen Leader genommen und als Friend natürlich auch. Ich konzentriere mich erstmal darauf, hier Videl rauszunehmen und mit Thales Bu zu stunnen. Ich werde gleich auf das Team näher eingehen. Lass mich ganz kurz diese Rotation hier vollenden. Okay, warum habe ich am Anfang gesagt, sehr, sehr gut? Nun, zum einen, geht in die Stage rein. Also ganz wichtig für das Team ist Golden Freezer. Golden Freezer ist ein übertriebener Tank. Ihr seht das, wenn ihr ihn habt, nehmt ihn auf jeden Fall. Und wenn ihr ihn im Team habt, dann schaut, dass er direkt in der ersten Rotation ist. Wenn nicht, tut das Resetten. Da bin ich ehrlich, weil das würde wehtun dann. Hätten wir hier nicht Golden Freezer, wir würden sehr, sehr viel Schaden bekommen. Deswegen habe ich darauf geachtet, dass ich Golden Freezer in der ersten Rotation habe. Das habe ich mit dem anderen Freezer, das lassen wir erstmal so. In der zweiten halte ich hier LR Goku Black mit dem anderen Freezer. Wie gesagt, wir haben hier in dem Team sehr, sehr viel Heal. Deswegen werden wir uns gleich die Items betrachten. Da habe ich mehr auf Damage Reduction geachtet. Warum habe ich aber noch gemacht, gesagt, sehr gut? Wegen Mass Saiyan. Mass Saiyan ist mit seiner Passive hat er folgendes drauf. Wenn er gegen zwei oder weniger Gegner kämpft, bekommt er 50.000 auf den Angriff und 20.000 auf die Verteidigung. Wir kämpfen hier gegen drei gerade, deswegen hat er die Passive noch nicht. Sobald ein Gegner down ist, bekommt er jedoch seine Passive, wird sehr tanky und kann wirklich nützlich sein, weil er verhindert auch noch mit der Ulti Angriff und Verteidigung. Normalerweise kämpft man entweder gegen dieses Trio hier oder... Moment, Freunde, macht man das Ganze mal so. 562, okay, Freezy hat mehr, tatsächlich. Dann macht man das Ganze mal so. Entweder gegen dieses Trio, okay, wir haben auch hier, Cell, aber ich denke, ich müsste mich trotzdem... Ich aktiviere mal Icarus. Entweder gegen dieses Trio oder gegen Bardock seinen Squad. Und wenn ihr sofort gegen Bardocks Squad kämpft und Messane im Team habt, dann könnt ihr auch rausgehen, weil das sind 5 Gegner auf einmal. In dem Fall kann man auf jeden Fall damit leben, denn ich werde wahrscheinlich wieder rausnehmen, bis Messane reinkommt. Deswegen habe ich da Glück bei der Sache. Okay, außerhalb davon, Freunde, Extreme Tag Team, gibt es wenige Charaktere, aber Gott sei Dank kam mit Freezer einer hinzu, der wirklich sehr, sehr wichtig ist für das Super Battle Road wegen seiner Passive. Wegen, ja, okay, wir haben gut Schaden bekommen, wegen der Passive, weil er sich immer hit in jede Runde, die er reinkommt und so und so fort. Ganz wichtig ist auch, dass ihr immer darauf achtet, dass ihr über 50% HP seid. Gott sei Dank werden wir da eigentlich, da sollten wir da nicht viel Schwierigkeiten haben, eben wegen den ganzen Heal durch die Passive. Holla. Durch die Passive von, wie heißt der Dude, Moment, von Freezer und LR Goku Black. LR Goku Black ist ein LR Charakter, der ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Also wenn ihr LR Goku Black habt, dann nehmt ihn. Ich habe es damals zu, als ich es zum ersten Mal geschafft habe, mit Super Saiyan Broly als mein Leader gehabt und LR Goku Black 100% als Friend genommen. Aber wie gesagt, da wir jetzt Freezer haben, würde ich eigentlich Double Lead Freezer empfehlen, auf jeden Fall. Ja. Die Rotation, wie gesagt, die halten wir so. Wir versuchen immer, Freunde, bei dem Extreme Tech Super Battle Road müsst ihr immer darauf achten, dass ihr über 50% HP seid, wenn Golden Freezer zunächst reinkommt, weil dann, nur dann hat er seine Passive, dass er eine Damage Reduction hat. Nice. Und ihr merkt schon, wenn Mass Saiyan hier am Start ist, wenn seine Passive triggert, dann haut er auf jeden Fall sehr gute Sachen raus, tut Angriff und Verteidigung des Gegners senken, der ist echt wichtig. Aber ich sag euch, wenn ihr direkt im Kampf reingeht und gegen 5 auf einmal kämpft, könnt ihr das resetten. Wenn ihr Golden Freezer nicht direkt in der ersten Rotation habt, könnt ihr das auch resetten, eigentlich, um ehrlich zu sein. Weil wir so viel Heals haben, habe ich als Items genommen auf FIFA Icarus und Whis für 2 Runden 35 Damage Reduction durch Icarus und bei Whis sind das 40. Hab trotzdem noch einen Heal mitgenommen, die healt uns und gibt eine Damage Reduction und ebenso auch noch hier Heal und Verteidigungsboost. Warum habe ich Thales dabei? Moment, Freunde, jetzt müssen wir ganz kurz schauen. Warum habe ich Thales mit dabei? Denn Thales werden wir gleich sehen. Oh je, ich bekomme... Ihr merkt schon, die Keys sind ja auch auf jeden Fall...
Ja, könnten auch auf jeden Fall ein Problem sein. Ich habe Thales mitgenommen, denn mein Boy Thales, er hat eine High Chance, eine hohe Chance, den Gegner zu stunnen. Und er selbst versorgt sich mit Ki, heißt, er kommt easy auf die Ulti. Habe ihn aber auf 15 Dodge gebracht, weil er selbst, wenn er angegriffen wird, bekommt sehr viel Schaden. Deswegen habe ich noch Additional Attack hinzugegeben, damit er eben dodged und ultet. Er soll einfach nur da sein, um den Gegner zu stunnen. Wir werden beobachten, wie oft das passieren wird. Okay, hoffentlich oft. Ich glaube, wir sind jetzt unter 50% HP, wenn mich alles täuscht. Anyway, hoffentlich wird er oft den Gegner stunnen, weil wenn er das macht, dann haben wir es auf jeden Fall leichter. Okay, wir sind über 50%, nice. Außerhalb davon, wie gesagt, Rotation haben wir uns angesehen. Rotationscharakter, dementsprechend haben wir Thales, Tech-Supporter, den Supporter. Wenn ihr den Cell habt, so wie ich den Supporter, nehmt ihn mit rein. Weil ich habe euch ja gesagt, die Supporter, die sind übertrieben wichtig für so ein Team. Und das solltet ihr auf gar keinen Fall unterschätzen. Zum einen sorgen sie für Ki, aber das Gestörte ist, dass sie Attack und Death... Ah, und guck mal! Boost gestunt. High Chance to stun ist auf jeden Fall hier und fliegt. 40% auf Angriff und Verteidigung, das macht sehr, sehr viel aus. Welche Charaktere könnte man außerhalb davon nehmen, statt Boo? Okay, da war kurz eine Störung mit deinem Start, sorry dafür. Aber, wir haben ihn Gott sei Dank hier besiegt. Wo waren wir stehen geblieben? Welche Charaktere kann man noch mitnehmen, außerhalb von denen, die ich hier habe? Also, welche Charaktere wäre nennenswert für das Extreme Tech Super Battle Road? Natürlich seid ihr auch hier gefragt, lasst mich in den Kommentaren wissen. Aber, Freunde, ganz kurz, wenn ich darauf zurückkomme, ihr merkt schon, würde jetzt Bardock am Anfang kommen als Gegner, der ganze Squad, dann würden die anderen Gegner auch anders aussehen. Das wären drei oder mehr immer, wenn mich alles täuscht. Und wenn ihr mit dem Super Battle Road startet und Messane habt, weil hier seine Passive jetzt aktiviert, dann nimmt das auch auf jeden Fall mit. Ich werde hier aber auf jeden Fall Boost aktivieren. Weil damit sich die Passive aktiviert, also damit ihr es leichter habt. Würden wir, wie gesagt, gegen Bardock kämpfen, das wären zu viele, dann wäre seine Passive nicht aktiviert. Hier ist sie aktiviert, Gott sei Dank. Hier ist sie aktiviert und wir machen das Ganze mal so. Ist okay. So, andere Charaktere. Wie gesagt, ihr seid gefragt. Wenn ihr welche habt, lasst es in den Kommentaren wissen. Zum Beispiel Guldo. Free-to-play Guldo sollte man nicht unterschätzen aus der Genie Force. Weil der tut, wenn er einen Gegner angreift, dessen Angriff und Verteidigung für 20%, glaube ich, senken für 2 Runden. Den kann man auch auf jeden Fall mitnehmen. Rein rotieren, raus rotieren. Super Boo hielt sich übertrieben gut mit der Passive um 30%. Immer wenn er angreift. Er muss nicht ulten. Einfach nur angreifen, dann hielt er sich immer. Mit den hatte ich, glaube ich, damals auch im Team, ich weiß nicht. Ansonsten könnt ihr auch Goku Black und Fusion Zamasu, LR Goku Black und Fusion Zamasu in einer Rotation halten. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich mich eben dafür entschieden habe, dass ich Golden Freezer und Freezer in einer Rotation halten werde. Wenn ich jetzt mit dem ulte, dann kriege ich, glaube ich, auf den anderen Freezer keine Ulti. Ich mache es mal so zur Sicherheit. Eben mit Golden Freezer und dem Freezer entschieden und in der anderen, dann versuche ich mal hier... Ja, nee, wir versuchen Gotenks zu stunnen, weil... Upsa, Gut. Ah, nee, wir kommen nicht mal auf den Stun. Wir haben... Oh, Lord. Okay, ihr merkt schon. Ja, schade. Okay, auf Thales kamen wir leider nicht auf eine Ulti. Hoffentlich triggert dann eine Additional Attack oder die Ulti. Additional Attack oder ein Dodge. Das wäre echt nicht so... wäre echt gut. Weil der bekommt sehr viel Schaden auf jeden Fall. Aber ihr merkt, Golden Freezer, der bekommt übertrieben wenig Schaden. Also ihn braucht ihr, meine Freunde. Bei den Extreme-Charakteren an sich, bei den Extreme-Teams, da braucht ihr schon die richtigen Charaktere. Da will ich euch nichts erzählen. Bei Super-Types, Super-Teams kann man immer hin und her paar... So. Okay, ich habe vergessen, dass ich einen Stromsparmodus angehabt hatte. Deswegen ging das kurz off. Also gerade, sorry dafür, aber gerade... Also ist ein bisschen gerade komisch, weil das kommt selten vor, dass mal ein, zwei Sachen einfach... von der Umgebung her nicht passen bei mir, deswegen bin ich gerade ein bisschen irritiert. Aber, wie gesagt, bei Superteams kann man immer hin und her switchen, ja. Da gibt es weitere, also gibt es viele Optionen, sage ich mal. Okay, wie machen wir das Ganze jetzt hier? Ist einer von den, Thanes hat jetzt, der hätte nicht, ich habe verpasst, ob der gedodged ist oder nicht. Aber das könnte, glaube ich, trotzdem wehtun. Ich aktiviere hier mal Icarus auch wieder. Und ihr merkt schon, wir sind immer gut über 50% wegen den Passes der Charaktere. Und deswegen habe ich mich für Damage Reduction entschieden. Ich müsste auch mal ganz kurz, weil ich gerade gesagt habe, ich bin ein bisschen irritiert, weil in der Umgebung ein paar Sachen nicht stimmen. Mein Akku schließt am besten mal an. Nicht, dass das hier alles direkt offline geht. So, da bin ich wieder. Hashtag EOS Productions. Aber gut. An sich, Freunde, habe ich auf Global jedes Super Battle Road geschafft.
Gott sei Dank. Schon vor einiger Zeit. Das letzte war, glaube ich, Extreme Tech. Und das haben wir dann im Stream mal geschafft, Gott sei Dank. Wie gesagt, damals hatte ich an meinen Super Saiyan 3 Broly als Leader und als Friend 100% Ele Goku Black. Das könnt ihr auf jeden Fall auch machen, denn Ele Goku Black auf 100%, der würde euch auf jeden Fall gut carryen. Aber ich finde, meiner Meinung nach, in dieser Konstellation hat man es einfach angenehmer. Da hat man es einfach angenehmer, wegen den ganzen Heals, wegen den ganzen Charakteren, die rein und rauskommen, beziehungsweise die gut... Ikarus hatte ich vorhin aktiviert, das sollte noch aktiviert sein. Okay, machen wir das Ganze mal so. Ja, wegen eben ganz einfach den Heals, um ehrlich zu sein, von Freezy und Double Lead Freezer, das merkt ihr. Andere Sache ist, ich überlege gerade, das ist schon Attack, nice, was ich noch euch sagen wollte, und zwar, okay, nice, 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 ja, versucht auf jeden Fall immer, schaut mal, seht ihr, wie wenig Schaden Messzähne bekommt, der ist auf jeden Fall echt solide und den kann man auf jeden Fall mitnehmen, hier. Okay, okay, doch, doch, doch. Das sollte gut aussehen, das sollte gut aussehen. Bam, bam, dann machen wir das Ganze mal so. Talis seinen Stun, wenn er reinkommt, wäre nice. Dokkan-Mode hätte ich liebend gerne eigentlich nicht für diese Runde. Das würde ich eigentlich verschwenden bei dem Piccolo. Weil den sollten wir eigentlich down bekommen demnächst gleich, hoffentlich hier. Hoffentlich, komm schon, Freunde. Macht irgendwas Krankes. Dokkan-Mode würde ich mir gerne aufheben für die nächste Runde, weil dann würden wir... Oh, okay, dazu will, aber Talis sollte ihn, glaube ich, down bekommen, hoffentlich. Let's go, Talis! Ja, die Rotationscharaktere sind außerhalb von den Rotationen sehr wichtig in so einem Extreme-Team, vor allem Tag-Team. Ihr merkt schon, Talis, also die müssen wirklich ihren Job solide leisten. Talis soll einfach nur stunnen. Ja, Self-Support natürlich, was anderes macht er auch nicht durch die Passive. Und Messzähne ist wirklich, wirklich dafür da, dass er durch die Passive gewisse Tankiness hat, Schaden macht, meine Zahl auf 90%. Ja, ich weiß. Aber auch außerhalb davon. Oh je, hier in den Dokkan-Mode. Oh, den Dokkan-Mode auf Freezer. Soll ich, würde ich, ich muss Golden Freezer einstellen. Der andere Freezer bekommt zu viel Schaden. Ich muss Golden Freezer einstellen. Der andere bekommt zu viel. Ja, okay, was soll's. Muss ich den Dokkan-Mode leider hier ihn geben. Ich überlege gerade, ob ich mich healen soll. Ob ich Whis. Nee, Whis würde ich ungern aktivieren. Ich aktiviere mal das. Hielt mich um 55% und wir haben 30% Damage Reduction, weil ich noch Cell drin habe, werden wir an sich wenig Schaden bekommen wahrscheinlich. Ja, okay. Jetzt schauen wir mal, wie viel Schaden hier Golden Freezer reinmachen wird. Ja, meine Charaktere, ich weiß, Freunde, meine Extreme Tech Charaktere sind sehr gut im Dupe System vorangebracht. Golden Freezer ist auf 100, Messzähne ist auf 90, Talis konnte nicht ein bisschen was investieren, damit er seinen Dodge macht. Ele Goku Black ist bei mir, hat einen Dupe. Ich weiß, Freunde, aber... Ich will euch da auch keine Märchen erzählen. Ihr braucht schon richtig, also vor allem bei den Extreme Teams, gute Charaktere, die auch gut gedupt sind. Es gibt sicherlich ein, zwei MVP-Picks, vor allem Guldo. Den habe ich zwar nicht getestet, aber wir werden mal nachher in die Charakterliste reinsehen und gucken, was denn, oh, Edition Ulti, nice, was denn so noch hervorspringt für uns an guten Charakteren, die man mitnehmen kann. Aber bis jetzt bin ich wirklich zufrieden mit dem, was ich mir überlegt hatte, nämlich den zwei Rotationen, die wirklich tanky sind, die sich healen. Das heißt, die Rotationscharakter machen auch ihren Job gut, damit bin ich echt wirklich zufrieden. Und ganz ehrlich, meine Strategie war, ich habe das jetzt zwar quasi, denke ich mal, oft wiederholt. Moment, Freunde. Aber das sind so Strategien, die müsst ihr einfach bedenken. Oh Gott, Alter, warte mal. Die werden schon gut Schaden machen, schätze ich mal. Ich würde eigentlich gerne ungern einen Whis aktivieren. Ich würde es gerne eigentlich aufbewahren für die letzte Runde. Aber die Rotation, die könnte sehr gut schauen. Ich muss, glaube ich, Whis aktivieren. Egal, dann habe ich zwei Items für das letzte. Ich glaube, ich muss hier Whis aktivieren, um echt zu sein. Ja, die Strategie, die funktioniert echt gut. Und das ist halt wirklich, weil wir Glück hatten mit den Rotationen, dass Golden Freezer zuerst reinkommt, dass ich gegen weniger Gegner kämpfe und so und so fort. Aber wenn, falls man nicht so ist bei euch, dann tut einfach Reset nicht. Ich meine, Super Battle kostet kein Stamina, also geht wieder raus und rein. Das Ding ist, ich habe leider wenige Freezer-Freunde gefunden. Heißt, der Freezer-Friend hier, der hat keinen Dupe, gar nichts. Mein hat Gott sei Dank einen Dupe. Hätte ich einen besseren gefunden, hätten wir es hier sicherlich einfacher. Messzähne, ah, der hat den leider nicht umbekommen. Und die Sache ist aber auch die, wenn sich immer transformieren, Freezer, dann verliert er ja immer... Attack, nicht Attack, sondern Death.
heißt's. Oh, okay, da hinten werden wir oft angegriffen. Aber Chance bekommen wir down. Thales sollte Vegeta stunnen, hoffentlich. Komm schon, Thales. Und Chance sollte bis dahin down sein. Ja, er verliert zwar immer Verteidigung. Man sollte vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man ihn auch richtig positioniert. Und ja. Jetzt, was machen wir hier? Okay, Golden Freezer. Golden Freezer ist ganz klar ein wichtiger Bestandteil für das Super Battle Road, wegen seiner Damage Reduction. Sei es Tech Golden Freezer für Tech Super Battle Road, weil guck mal, der bekommt nichts von der Super Attack. Oder AGL Golden Freezer für das AGL Super Battle Road. Jawohl, der hat ihn gestunt. Nice. Seht ihr, High Chance zu stunnen sollte man nicht unterschätzen. Okay, heißt der ist gestunt, der Boy. Wir können hier radikal durchgehen. Linkt er sich? Ja, der linkt sich. Machen wir das Ganze mal so, geben wir Ella Goku Black richtig viel Orbs, damit er das Ganze hier weghaut, und dann machen wir das Ganze so, boom. Und dann sollte das gut klappen auf jeden Fall. Eigentlich, ich überlege gerade immer nebenbei, ich spreche, euch noch etwas zu erzählen, was ich vielleicht vergessen hatte. Aber ich glaube, ja, so wie ich es mir auch gedacht habe, wie gesagt, funktioniert es Gott sei Dank. Wir kommen zur letzten Stage. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, aber ich denke, eigentlich sollte ich alles gesagt haben. Und ja, es ist, glaube ich, gut, dass ihr das auch mal seht, wie ich das mache. Und ich nebenbei dazu sage, was ich mache. Aber verzeiht mir gerade irgendwie, heute vor allem. Irgendwie bin ich mit dem Kopf woanders. Weil es eben gerade ein Zerstören gab. Das ist also ich finde es nicht schlimm, bei allem Respekt, ich fand es nicht schlimm. Das war auch nichts Schlimmes. Ja. War einfach nur ganz kurz, wie mache ich das hier jetzt? Das kann ich so lassen, glaube ich. Hoffentlich. Aber ich bekomme leider keine... Nein! Oh, Messain, seine Passive ist nicht aktiviert. Messain, seine Passive ist nicht aktiviert. Und ich habe keinen Whiz. Genau deswegen wollte ich Whiz für sowas. Könnte sein, dass wir jetzt drauf gehen. Ich muss, glaube ich, das aktivieren. Ich bin zwar full life, aber ich bekomme die Damage Reduction dadurch. Okay, nicht gut. Ja. Es ist immer so, in Super Battle Road kann es mal direkt schief gehen. Ihr müsst Super Battle Road, man braucht da auch sehr viel Glück, dass vieles stimmt. Ja, das Dupe System sich aktiviert, Stunts sich aktiviert, etc., etc. Und dass man quasi. Mit Items sollte man nicht geizen, aber sie dann richtig einsetzen. Wenn Messain hier eine Ulti bekommt, das wird richtig wehtun. Aber in dem Fall hatte ich Glück. Bin trotzdem froh, dass ich die Damage Reduction aktiviert hatte. Bin trotzdem froh, dass... Oh Gott. Okay, das sieht gar nicht besser aus, um ehrlich zu sein. Ja, ihr merkt, verdammt nochmal, mir fehlt gerade übertrieben. Okay, Freezer hat mehr Dev. Mir fehlt gerade total Damage Reduction. Damage Reduction durch Whiz. Das fehlt mir gerade übertrieben. Oh mein Gott. Das könnte echt nach hinten losgehen, wenn ich eins der Ultis bekomme. Eigentlich mache ich das ungern, aber ich muss diese Items aktivieren. Vielleicht könnte es auch ein Fehler sein, dass ich diese Items die ganze Zeit aufbrauche. Aber ich brauche den Verteidigungsboost. Nein, im Nachhinein wird man immer schlauer. Vielleicht hätte ich nicht so viel Heal mitnehmen sollen. Sondern vielleicht... Ja, schwierig. Ist immer schwierig, ne? Guck mal, eine Ulti und ich bin weg. Scheiße, wir sind nächste Runde nicht über 50%. Wegen Golden Freezer. Okay, wahrscheinlich wird der Versuch leider nach hinten losgehen. Aber ihr merkt es, man braucht halt verdammt nochmal Glück auch. Und man muss auch gut managen können. Ich gebe zu, vielleicht habe ich hier ein bisschen ein oder das andere falsch eingesetzt an Item. Aber ist nicht schlimm. Stunning? Der hat ihn nicht gestunt. Okay, schade. Ja, Freunde. Was soll ich sagen? Das kommt auch mal vor. So ein Szenario kommt auch mal vor. Ich meine, Super Battle ist ein sehr, sehr schwieriger Modus. Ich will das auf jeden Fall nicht leicht reden. Wir haben jetzt zwar noch ein bisschen... Aber, wir tun es gerade auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Und ich frage mich gerade, woran das... Moment, boom. Woran das liegt? Aber es hat legit so, dass es einfach mal so laufen kann. Dass der auf der letzten Runde auf jeden Fall merkt, okay, jetzt funktioniert gar nichts mehr. Kommt auch vor. Schauen wir mal, vielleicht können wir das noch drehen, das Ganze. Wenn nicht, bin ich auf jeden Fall mit dem zufrieden, was ich zeigen wollte. Nämlich die Strategie, die ich vorhatte. Das hat meiner Meinung nach gut geklappt. Wenn ihr eine andere habt, lasst auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, meine Freunde. Wenn ihr Freezer nicht habt, dann könnt ihr natürlich Super Saiyan 3 Broly als euren eigenen Leader nehmen. Freezer trotzdem als Friend. Ich würde in jedem Szenario, glaube ich, Freezer als Friend nehmen. Es sei denn, ihr findet einen 100% Ella Goku Black. Die Sache an Ella Goku Black Unterschied und Freezer ist, Ella Goku Black ist ein Ella, klar. Aber Freezer tankt besser.
Am Anfang, Freunde. Am Anfang tankt Freezer besser und macht am Anfang direkt mehr Schaden. Denn, ihr dürft nicht vergessen, Moment, 85.000. Ja, jetzt tut Goku Black besser tanken. Warum habe ich am Anfang gesagt? Weil Goku Black braucht seine Runden, er braucht seine Stacks. Durch die Ulti bekommt er seinen... Oh je, jetzt bekommt er... wer greift an? Bekommt er seinen Angriff und Death Boost. Nee, Death Boost durch die Ulti. Der wird... Also, je länger der Kampf geht, wird er stärker auf jeden Fall. Oh Gott, okay, okay. Aber am Anfang ist Freezy auf jeden Fall Tank hier. Direkt in der ersten Form, in der ersten Runde. Und deswegen würde ich mich eigentlich für einen besseren Freezer entscheiden als Friend. Als ein Goku Black. LA Goku Black. Und auch, weil LA Goku Black nur 90% gibt und Freezer 120%. Aber das könnt ihr hin und her probieren. Wie gesagt, wenn ihr einen 100% LA Goku Black findet, dann nehmt ihn und versucht es auch mit ihm. Das könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Okay, lang. Jetzt zittern an die Hände, Freunde. Jetzt zittern an die Hände, weil ich weiß, wie das Ganze ausgehen wird. Ja, okay, okay. Alles schön und gut, aber das war's. Schade, Freunde, schade. Wir haben noch keine Items mehr. Naja, was soll man machen? Was soll man machen? Krass, schade, 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 echt schade. Schade, schade. Aber das ist Super Bad Road, Freunde. Das ist Super Bad Road. Ja, soviel zum Extreme Tech Super Bad Road. Ihr merkt auch, man braucht auf jeden Fall Glück. Wir kamen sehr weit, wir kamen sehr weit. Wir hätten es fast geschafft. Dennoch bin ich echt zufrieden damit. Ich gestehe mir ein, vielleicht könnte ich das ein oder andere besser einsetzen. Wir gucken mal, am Ende ist aber nicht schlimm, wie gesagt. Wir werden da im Nachhinein alle schlauer. Und wenn ihr mal sowas seht, dann seht ihr auch, okay, woran es eventuell liegen könnte, dass man verliert. Ich will euch gerne mal ganz kurz zeigen, welche Charaktere man vielleicht noch nennen könnte. Und dann machen wir Schluss für heute. Und zwar, wie gesagt, Energieforce vielleicht als Supporter, warum nicht? Fusion Zamasu, wie gesagt, mit LA Goku Black geht auf jeden Fall auch. Gulduk sollte man nicht unterschätzen, wegen seiner Passive. Ansonsten habe ich den mir mal damals erfarmt, weil er Tech-Type Key Plus 3 gibt, Death Boost, aber hat nicht so gut funktioniert, um ehrlich zu sein. Super 17 vielleicht, habe ich damals gespielt, weil ich Broly hatte, weil er ein Orb-Changer ist. Talis würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr ihn habt. Golden Freezer so oder so. Diesen Super Boo meinte ich, wenn ihr ihn erweckt, bekommt er, hielt er sich um 30% immer, wenn er, wenn er den Gegner, wenn er Schaden macht, also nicht nur durch die Ulti. Deswegen, Freunde, so viel dazu. Lasst euch gegenseitig, wie gesagt, wissen, welche Charaktere ihr benutzt habt. Ich hoffe, das Ganze hat dementsprechend gefallen. Unser Extreme Tech Super Battle Road versucht. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.